Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute einen kleinen Dreiteiler mitgebracht. Das heißt, ein Telefongespräch bestehend aus drei einzelnen kleinen Telefonaten. Die ganze Zeit dieselbe Betrügerin am Telefon. Naja, und ihr könnt euch ja vorstellen, dass sie nichts Gutes im Sinn hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo? Hallo, Herr Baumeister am Apparat, ja? Ja, Bob der Baumeister hier. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Kerstin Wilson. Ich kontaktiere Sie von der Handelsplattform. Wie ich gerade sehe in meinem System, Sie haben Interesse bei DAX 2 geäußert, richtig, ja? Kann sein, ja. Ja, Herr Baumeister, ich bin Kontomanagerin. Ich werde Ihnen helfen. Handelskonto bis Ende aktivieren. Sie haben Konto aktiviert, aber nicht bis Ende, ja? Herr Baumeister, womit werden Sie es machen? Mit Handy oder mit Computer? Was denn? Handelskonto bis Ende aktivieren. Ach so. Ja, was ist denn da besser? Womit Sie möchten, ist egal. Ich kann mich immer nicht so entscheiden. Wie bitte? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Also Sie haben noch nicht entschieden? Na, ich hab immer so, ich hab da... Ja, weiß ich nicht. Was muss ich machen? Ich erkläre jetzt kurz, also ja. Ein minimalisches Anfangskapital, womit Sie Handel anfangen können, ist 250 Euro. Sie kriegen von unserer Seite VIP-Expert, welcher hat 10, 15-jährige Erfahrungen in diesem Bereich und er wird statt Sie alles machen. Also, wann ist richtige Zeit zum Investition? Womit werden Sie handeln? Er gibt Ihnen Räte. Eigentlich, wie werden Sie das Geld verdienen? Ja, Sie brauchen nicht stundenlang bei Computer zu sitzen und etwas zu recherchieren oder analysieren. Er macht alles für Sie. Sie werden nur einmal, zweimal pro Woche reinschauen und Profite überprüfen. Außerdem kriegen Sie automatische Trading-System von uns. Natürlich, das ist Anfangskapital, das sollen Sie wissen. Das ist nicht eine große Summe an der Finanzbörse. Danach entscheiden Sie mit Finanzexpert. Machen Sie mehr Investitionen, möchten Sie weiter handeln und so weiter und so fort. Ja, Finanzexpert ist wichtige Person, weil er hat große Erfahrung. Sind Sie Anfänger, oder? Mhm. Anfänger, ja. Kein Problem. Wir arbeiten auch für Anfänger. Dafür brauchen Sie keine Sorge haben, weil Finanzexpert versucht, gute Profite zu generieren, ja. Sie, also wenn Sie keine Zeit haben und arbeiten zum Beispiel, Sie brauchen nicht viel Zeit dafür. Jetzt erster Schritt ist Handelskonto ein bisschen deaktivieren, danach kriegen Sie Anruf von Finanzexpert und können Sie schon Handel anfangen. Und überprüfen können Sie einmal, zweimal pro Woche. Sie kriegen Ihren eigenen Account und Sie haben Zugriff, selber alles zu überprüfen, ja? Herr Baumeister. Ja. Werden Sie es jetzt gleich machen mit mir? Na, was denn? Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie nicht, was ich sage? Na, Sie sagten, das macht doch alles der Finanzberater dann. Ja, aber wenn Sie Anfänger sind, er ist eine wichtige Person. Werden Sie das allein machen? Sie kriegen auch automatische Trading-System von uns. Ja, aber dann soll das der Finanzberater machen. Was soll er machen? Ja, weiß ich nicht. Sie haben doch gesagt, der macht alles, der Finanzberater. Alles macht, aber ja, das meine ich. Sie kriegen von uns automatische Trading-System und VIP-Expert von uns. Jetzt ist erster Schritt, Handelskonto bis Ende aktivieren. Also mal davon abgesehen, dass die Tante hier wieder nur Blödsinn labert und nichts davon Sinn ergibt, was sie überhaupt da so runterrattert. Ja, sie beweist es auch noch. Jetzt bisschen das Handelskonto deaktivieren. Okay, dann deaktivieren wir halt den Krempel. Danach kriegen Sie Anruf von ihm und ab heute können Sie schon Handel anfangen. Ja. Womit werden Sie aktivieren? Mit Handy oder mit Computer? Handelskonto. Was ist denn da besser? Ist egal. Ich kann mich nicht entscheiden. Sind Sie jetzt gerade mit Computer? Jetzt sind wir gerade am Festnetztelefon.
Festnetz, aber Zugriff jetzt haben Sie mit Computer. Was habe ich am Computer? Also können Sie Computer schalten? Den kann man schalten, ja. Ja, können Sie. Das entscheiden Sie, womit Sie das möchten, Herr Baumeister. Was ist mit Ihnen? Entweder mit Handy oder mit Computer. Ist egal. Für mich ist es egal. Für mich auch. Also wenn es für die Tante egal ist, dann verstehe ich die Frage nicht. Warum stellt sie mir denn die Frage, was für mich besser ist mit dem Computer oder mit dem Handy? Tja, mal ganz davon abgesehen, könnten Sie sich die Frage sowieso komplett klemmen, denn wenn ich mich eingeloggt habe, dann kann man das technisch sogar sehen, ob ich mit dem Handy oder mit dem Computer eingeloggt bin. Also ist die Frage gleich doppelt und fünffach absolut, ja, überflüssig. Die braucht kein Mensch. Hallo, Tante? Hallo? Ja? Entscheiden Sie, Herr Baumeister. Ja, aber ich kann mich nicht so gut entscheiden. Sind Sie klein Kind oder was ist mit Ihnen? Sind Sie ein kleines Kind oder was ist mit Nein, Ihnen? Nein, ich habe jetzt Zeit nicht für Spielen. Möchten Sie es mal aktivieren oder nicht eigentlich? Gibt es Sie auch noch irgendwie in freundlich? Kann man das tauschen? Tja, immer wieder das Gleiche. Die Typen wollen eigentlich am Telefon helfen. Und wenn man dann Fragen hat und gar nicht so richtig weiß, was die von einem wollen, weil man kann ja hier auch als naiver Kunde am Telefon sitzen und wirklich von gar nichts eine Ahnung haben und wirklich auch vielleicht nicht entscheidungsfreudig sein und dann fangen die gleich einen an zu beleidigen. Tja, also ich weiß nicht, wie die sich das mal vorstellen, dass alles schon parat liegt, man automatisch weiß, was man da macht und ja, man will das unbedingt. Also weiß ich nicht, die halten ihre Angebote für so unschlagbar gut, dass man da sofort alles aus den Händen reißt. Tja, dabei ist alles nur Betrug. Aber irgendwie halten die da viel zu viel von. Ich weiß es auch nicht, wie die auf die Idee kommen, jedes Mal sich so hinzustellen und zu denken, dass nur die Recht haben und nur die das beste Produkt der Welt anbieten und alles andere, was man da macht, ist dann nervig und man will ja keine Zeit verlieren. Ja, also super Kundenservice. Ja, natürlich, aber Sie entscheiden nicht, machen Sie es mit Computer oder nicht. Oder mit Handy, das entscheiden nicht. Na, aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich da Schwierigkeiten habe, das zu entscheiden. Warum haben Sie Schwierigkeiten? Ja, weil ich immer nicht so gut entscheiden kann. Ach so. Ja. Dann machen Sie mit Handy. Dann mache ich das jetzt mit Handy, okay. Was denn eigentlich? Internet haben Sie dran, ja? Nein, am Handy nicht. Dann schaffen wir es nicht. Dann schalten Sie Computer. Also soll ich den Computer dann jetzt anmachen? Ja. Ja, dann mache ich jetzt den Computer an. Dann gehe ich jetzt mal an den Computer. So. Herr Baumeister, na, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Visa, Mastercard, Online-Banking? Womit werden Sie dieses minimalische Betrag bezahlen? Welchen denn Betrag? 250 Euro, habe ich am Anfang gesagt. Das ist Anfangskapital. Ach so, ja. Was soll ich denn da nehmen? Wenn Sie Visa oder Mastercard haben, ich kann Ihnen einen Link schicken, welche werden Sie von Ihrer Seite ausfüllen. Aber wenn Sie Karte nicht haben, dann können Sie mit Online-Banking Überweisung machen. Ja, das habe ich. Wie bitte? Habe ich alles. Haben Sie alles? Womit möchten Sie es aktivieren? Mit Visa und Mastercard oder mit Überweisung? Was ist denn da besser? Gleiche ist, also es besser gibt es nicht. Manche haben kein Visa und Mastercard. Als Sie das haben auch, dann soll ich Ihnen einen Link schicken. Wenn Sie möchten nicht mit Link machen, dann werden Sie mit Überweisung. Ich kann Links auch schicken und auch Bankdaten. Ja. Okay. Schneller ist natürlich mit Überweisung. Das ist am schnellsten mit Überweisung? Ja. Ja? Aber Überweisung dauert doch so lange. Ja, aber Sie schaffen es schneller als mit Link. Ach so, dann bin ich dafür zu blöd, am Computer das zu machen. Das kann sein. Warum sagen Sie, dass Sie blöd sind? Überhaupt nicht blöd. Also ich überprüfe jetzt die E-Mail-Adresse, bot,
minus D minus R minus V Meister et MDCC von Punkt D, richtig? Ja, das ist die E-Mail-Adresse von Sie. Haben Sie Computer schon eingeschaltet? Der fährt jetzt hoch, ja. Ich schicke jetzt Bankdaten. Ja. Haben Sie Echtzeitüberweisung oder normale Überweisung? Was für eine Überweisung? Wie bitte? Was für eine Überweisung? Echtzeit oder normale? Was ist das? Also mit Echtzeit ist es schneller. Normale dauert 2-3 Tage, ja? So eine blöde Frage schon wieder. Eine Echtzeitüberweisung, die kann jeder von euch auslösen. Also das absolut jedes Konto hat diese Funktion, wenn man von einem normalen Bankkonto hier spricht. Die Echtzeitüberweisung kostet allerdings ein paar Euro mehr, also so zwischen 5 und 15 Euro mehr. Und wenn man ins Ausland überweist, kommt immer nochmal drauf an auf die Bank, auch da kann es nochmal extra kosten. Okay, wie macht man das? Überweisung haben Sie noch nie gemacht. Na, das, was Sie da sagen, kenne ich nicht. Online-Banking benutzen Sie? Nein. Haben Sie mir doch gesagt, dass Sie alles haben, Visa, Master und Online-Banking. Na, Sie haben gefragt, Überweisung, das kann ich machen, ja, aber von Online-Banking habe ich nichts gesagt. Wie machen Sie Überweisung? Per Bank, oder? Ja, mit so einem Zettel. Womit? Mit so einem Zettel, den ich da ausfüllen muss. Also Überweisung können Sie mal tätigen, ja? Das kann ich tun, ja. Ja, okay. Jetzt schauen Sie, ich habe E-Mail verschickt von Kerstin Wilson. Beherrschen Sie Bankdaten. Überprüfen Sie bitte im Posteingang. Was denn? Posteingang. Ja, da muss aber erst der Computer fertig an zu sein. Haben Sie noch nie geschaltet? Doch, ich habe den schon geschaltet. Aber der muss ja dann erst hochfahren. Mhm. Sie fertig werden, sagen mir, dann schauen im Posteingang meinen Brief. Also per Post dann oder wie? Nein, E-Mail sollen Sie öffnen, E-Mail. Ach so. Herr Baumeister? Ja? Haben Sie gekriegt, meine E-Mail? Noch nicht, nein. Also, haben Sie E-Mail geöffnet? Noch nicht, nein. Warum denn? Ist nicht geschaltet, Computer? Doch, Computer ist geschaltet. Der muss jetzt erstmal fertig hochfahren. Was laden Sie hoch? Verstehe ich nicht. Na, der muss hochfahren, anschalten, das dauert doch. So, dann logge ich mich mal ein. Sind Sie noch dran? Jetzt ist er weg. Hallo? Tja, da war die nette Tante dann auf einmal weg. Ja, aber sie hat dann natürlich gleich nochmal angerufen. Ich weiß nicht, ob sie damit einfach nur die Hochfahrzeit vom Rechner überbrücken wollte, aber keine Ahnung, was sie sich einbildet. Wenn man einen Rechner einschaltet, dann kann das bei dem einen oder anderen schon mal ein paar Minütchen dauern. So ein Rechner ist nicht unbedingt gleich in ein paar Sekunden völlig startbereit. Tja, ich weiß nicht, was die da immer machen auf Arbeit, aber die müssen ja auch ihren Computer anschalten. Und das dauert ja in der Regel auch ein bisschen und eigentlich gerade auch erst recht Arbeitsrechner. Ja, sind ja meistens die allerlangsamsten. Ich weiß es auch nicht, wie die jedes Mal auf die Idee kommen, dass ein Kunde schon alles startbereit da hat und wissen muss, was die überhaupt von einem wollen. Hallo? Hallo? Ja? Herr Bauer, die Verbindung war weg. Ach so. Jetzt hören Sie mich jetzt gut. Ja. So, im Inbox, im Posteingang, kriegen Sie von Kerstin Wilson Bankdaten. Schauen Sie, Bankdaten wird geschrieben. Ja, gibt es da bei euch noch einen Dennis Wilson? Nein, Kerstin Wilson bin ich. Kerstin. So, weil ich kenne einen Dennis Wilson. Nein. Nein. Nein.
Dafür spricht sie aber sehr auffallend das gleiche Ne wie die, Wild sind Kakerlake. Okay. Haben Sie? Na, ich habe mich bei Windows jetzt angemeldet. Das dauert noch. Der fährt noch hoch, der Computer. Also der braucht immer so ein bisschen. Der ist schon älter. Sie reden nicht gerne, kann das sein? Die spricht nicht mehr mit mir. Aber das läuft noch. Hallo, Tante? Tante, Kuckuck. Dann ist die Leitung schon wieder abgebrochen. Oder wie auch immer. Aber sie hat nicht lange gebraucht und sich dann nochmal bei uns gemeldet, um das Gespräch dann wieder fortzuführen. Hallo, hören Sie mich? Ja, jetzt kann ich dich da hören. Warum nennen Sie mir Tante? Na, weil nicht ging, war aus. Ich bin Kerstin. Ach ja, hallo Kerstin. Kerstin? Ja, ich bin hier. Ja. Das ist schön. Herr Baumeister, Sie haben Computer eingeschaltet oder Sie spielen jetzt mit mir? Nein, ich spiele nicht. Was für ein Gerät haben Sie? So lange dauert es nicht eigentlich. Die Leute machen es nach 2 Minuten. Na, mein Computer ist schon ein bisschen älter. Der ist 25 Jahre alt. 25 Jahre alt? Warum ändern Sie keinen Computer? Na, ich muss doch erst mal Geld verdienen, damit ich einen neuen kaufen kann. Ja, natürlich. Also möchten Sie zuerst Computer tauschen? Neues Computer kaufen? Nee, erst muss ich Geld verdienen und dann kann ich den Computer ja, tauschen. Ja, dann Computer. Ja, also bestimmtes Ziel haben Sie schon an der Finanzbörse. Ja. Wie viel möchten Sie pro Monat Geld verdienen? Wie viel kann man denn? Das hängt daran auf, wie viel Sie Investitionen machen. Ja, dann machen wir so, dass es am gutesten ist. Also mit 250 können Sie kein Millionär werden. Das ist Anfangskapital. Dann will ich das so nicht, dann will ich das andere. Was wollen Sie? Na, da, wo man denn Millionär werden kann. Dann sollen Sie mehr Geld investieren. Das machen Wenn Sie wir. Kein Geld haben, wie werden Sie Investitionen machen? Na, mit dem Geld, was ich schon habe. Aber ich muss ja erst investieren, damit es mehr wird, um mir dann was kaufen zu können. Ja, natürlich, aber zuerst jetzt brauchen wir Handelskonto aktivieren, aber wenn es 2 Tage dauert, dann klappt es nicht. Dann müssen wir 2 Tage warten, wenn es 2 Tage dauert. Moment, haben Sie doch Internet bei Handy? Nee, da ist kein Internet drauf. Da, wie sind Sie registriert? Na, mit Computer. Der Computer haben Sie nicht eingeschaltet? Nee, der war aus jetzt, ja. Moment, Sie waren online. Wann denn? Ich sage jetzt gleich, vor 20 Minuten, wie waren Sie online? Ja, da war der Computer noch an, aber dann habe ich den runtergefahren, weil ich dachte, da passiert heute nichts mehr. Okay, wie lange dauert es noch? Na, das Windows-Logo ist schon da. Und wie ist das Wetter so? Ist schon fertig? Na, ist gleich, ja. Wie ist denn so das Wetter? Hallo? Kerstin? Ja. 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 Wie ist denn das Wetter? Wetter? Ja. Wissen Sie, was für ein Wetter ist es heute? Ja, bei euch da. Bisschen kalt. Bisschen kalt. Bisschen kalt? Ja. Okay. Hier nicht. Wie viel Grad haben Sie? Ich guck mal, hier steht in Posteingang 22,7 Grad. Haben Sie?
fertig jetzt mit Computer? Na, ich mache jetzt das Internetfenster auf. Ist schon fertig, oder nicht? Das Internetfenster lädt noch. Überweisung, wo tätigen Sie es? Mit Computer? Am Bankschalter. Ach so. Mein Computer ist doch scheiße. Tut mir leid, jetzt werden Sie Geld verdienen, wenn ja. Sie es schaffen. Und danach, erstes Ziel wird Computer tauschen, ja? Ja. Glaube ich, das geht auf die Nerven jetzt. Stundenlang bei Computer sitzen und warten, wann Sie E-Mails kriegen. Okay, hey Baumeister, schalten Sie Ihren Computer. Bankdaten haben Sie schon von meiner Seite, von Kerstin Wilson. Machen Sie einfach Überweisung und danach schicken Sie mir per E-Mail zurück Beleg, okay? Und oder Screen, damit muss ich sicher sein, dass Sie wirklich überwiesen haben. Und sofort reserviere ich Platz für Sie und danach kriegen Sie schon Anruf von Finanzexpert heute. Und okay? Wie mache ich das? Wie machen Sie es? Ja, das ist ja die Frage. Was sollen Sie machen? Überweisung. Ja, wie geht das? Überweisung sollen Sie wissen, wie Sie überweisen, dass das ja, Geld eigentlich. Ja, aber das mit dem, was Sie da noch so alles haben wollen. Überweisung haben Sie noch nicht getätigt? Nein. Hab ja noch nicht die Daten. Dann sollen Sie Anides schalten im Computer und wir verbinden miteinander und ich helfe von meiner Seite. Wie, was war mit verbinden? Anidesk ist, wie alt sind Sie, Herr Baumeister? 29. 29? Und Sie schaffen nicht Überweisung? Nein, ich Und Sie doch... wissen nicht, was bedeutet Anidesk? Nee, woher denn? Ich habe Kunden 90 Jahre und schaffen schneller als Sie. Ach so. Na, aber die Kunden, die 90 Jahre alt sind, die lassen sich ja vielleicht auch von dir verarschen. Aber ich nicht. Ich verarsche dich. Sind Sie normal überhaupt? Das ist eine Auslegungssache, ne? Kerstin. Ja, und da hat unsere Frau Wilson wohl keine Lust mehr auf mich gehabt. Tja, wie das wohl kommt, naja. Aber nett, dass sie 90-jährige Kunden hat, die sie leichter verarschen kann. Das klingt auf jeden Fall schon mal wieder, wie immer, sehr dramatisch. Aber was will man eigentlich von denen erwarten? Ich finde es einfach nur grauenvoll, dass die, ja, ihre Leute da am Telefon bescheißen. Und letztendlich, man muss sich immer wieder vor Augen führen, die Leute können nichts dafür oder viele können nichts dafür. Na, also letztendlich am besten einfach gar nicht ans Telefon gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, dann teilt auch gerne das Video überall in Social Media. Dort bin ich auch vertreten bei Twitter und Instagram. Schaut gerne einfach mal vorbei. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und direkt auf dem Profil. Ja, und wer möchte, der sieht jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.